herzlich willkommen. Hier ist wieder ein frischer Kauftipp bei TechTime TV. Und da sind wir heute mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Mit dem neuen Receiver Formula F1 von Octagon. Linux-basierend, ein flotter Prozessor und vieles mehr. Aber sehen Sie selbst. Der Formula F1 ist mit seinem starken 1,3 GHz Dual-Core-Prozessor eine sehr flotte Twin-Tuner-Set-Top-Box zu einem wirklich günstigen Preis. Problemlos kann der Receiver mit einem optional erhältlichen dritten Plug-and-Play-Tuner erweitert werden. Kabel bzw. DVB-T oder auch Satellit sind möglich. Optisch kommt der Formula F1 mit einer sehr schicken Vorderseite daher. Links ist im Display der Sendername gut erkennbar. Unter der Klappe entdecken wir einen CI-Slot sowie zwei Kartenleser. Außerdem einen SD-Kartenslot sowie einen USB-Port. Die Rückseite glänzt durch die Möglichkeit, bis zu drei Tuner zu verbauen. Zwei für Satellit sind im Auslieferungszustand schon vorhanden. Der dritte ist optional für Satellit, Kabel bzw. DVB-T erhältlich. Neben zahlreichen Audio- und Videoausgängen inklusive einem optischen SPDIF-Ausgang liegen der HDMI-Ausgang, ein eSATA-Port und ein RS-232-Anschluss. Zwei weitere USB-Ports sowie schnelles Gigabit-LAN zur Internetanbindung schließen die Rückseite ab. Nach der Installation eines Images Ihrer Wahl, wir nehmen das bekannte und beliebte OpenRTV in der Version 5.0, geht es auch direkt los. Schnelle Umschaltzeiten und Plugins wie das Mediaportal, der IPTV-List-Updater oder das B-Media Center lassen das Herz nicht nur bei Linux-Fans höher schlagen. Mit einer angeschlossenen externen Festplatte oder einem USB-Stick sind natürlich Aufnahmen und Timeshift möglich, wahlweise auch gleichzeitig. Dank des schnellen Prozessors ist auch HD-Bild-in-Bild wunderbar möglich. Der EPG bringt sämtliche Informationen auf einen Blick und erlaubt auch die Programmierung von timergesteuerten Aufnahmen. Im heimischen Netzwerk fühlt sich der Formula F1 ebenfalls sehr wohl und greift mit den entsprechenden Plugins auf Inhalte von zum Beispiel einem NAS zu. Die Fernbedienung ist sehr leicht und liegt recht gut in der Hand. Die Tasten sind übersichtlich angeordnet und die Druckpunkte richtig gewählt. Der Formula F1 ist dank seines schnellen 1,3 MHz Dual-Core-Prozessors ein sehr zuverlässiger und stabiler Receiver. Mit bis zu drei Tunern bietet die Set-Top-Box auch eine hervorragende Flexibilität, Satellit, Kabel und terrestrisches Fernsehen zu kombinieren. Der Formula F1 ist natürlich im Handel erhältlich. Alle Infos bekommen Sie unter www.octagon-germany.eu. Und das war's auch schon für diese Ausgabe der Kauftipps. Bis zum nächsten Mal. Ciao.